Okay, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Milli Vanilli. Haben die nicht die ganze Welt betrogen? Hm? Naja, irgendwie schon. Aber es gibt auch eine andere Seite der Geschichte. Versteht mich nicht falsch, wir waren keine Engel. Wir reden von 1989 und wir waren Rockstars. Also, lasst uns ehrlich sein, okay? Ihr habt bestimmt eine ganze Menge Zeug über uns gehört. Dass wir Fakes wären, Betrüger, Lügner, Diebe, Drogensüchtige, Sexsüchtige, dass wir Marionetten wären. Habe ich noch was vergessen? Rob, ich sag's ungern, aber wahrscheinlich haben die meisten da draußen noch nie was von uns gehört. Die denken alle, wer zur Hölle ist Milli Vanilli? Nur die Geigen müssen noch präziser sein. Zuhören, zuhören. Okay? Nicht ungefähr so, genau so. Okay? Nochmal. Crazy like a fool. What about Daddy Cool? Und ich entschuldige mich aufrichtig bei den vielen enttäuschten Fans. Die Welt ist immer noch ein gefährlicher Ort. Saddam Hussein. Der Irak droht mit dem Einmarsch in Kuwait. Wir unterbrechen unsere Berichterstattung zum Irakkrieg für die neuesten Entwicklungen im Milli Vanilli-Skandal. Sie verglichen sich selbst mit Ikonen wie den Beatles und Elvis Presley und. Das ist doch ein Scherz. Die gehören sofort aus der Stadt rausgejagt. Der Produzent bestätigt, was lange als ein Gerücht galt. Das Duo hat auf seinem Hit-Album nie einen Ton gesungen. Bin ich auf den American Music Awards? Milli Vanilli. Und wissen Sie was? Sie war nicht verbittert worden. Sehr nett. Sie haben mir meinen Wagen direkt vorgefahren. Nenn mich nie wieder Vanilli. Ich will besser singen als du. Nein, ich sing besser als du. In Phoenix haben Fans ihre Kassetten und Platten auf die Straße geworfen, wo eine Dampfwalze sie zerstört hat. Robert, bitte ruf endlich mal zurück. Ich mache mir große Sorgen. Ruf an, ja? Ich hab dich lieb. Mein Sohn, der isst nichts mehr, schläft nicht mehr. Er will nicht mehr zur Schule und auch nicht mehr in die Kirche. Der arme Jeremy. Er ist eines dieser vielen Kinder, die durch diese Lüge traumatisiert sind. Tänzer, die nicht mal sehen kann. Angetrieben vom Versprechen auf Ruhm und Reichtum. Die Playback-Betrüger. Meine größte Angst ist, dass es niemanden da draußen gibt, der meine Kinder vor so einem Abschaum beschützt. Die Playback-Betrüger. Weitere Fakten heute Abend um 23. Fab. Ist das real? Bisschen Suppe. Als ich klein war, war das Einzige, was es bei uns zu essen gab. Ja? Kartoffelsuppe. Wir waren arm und da habe ich gelernt, wie man aus fast nichts etwas macht. Ein paar Gewürze hiervon und davon. Für den perfekten Mix. Ja? Wie bei deiner Musik. Geile Haare. Sind die echt?
Nein. Und deine? Frank, ich habe neue Dance Moves für dich anstudiert. Die werden dir gefallen. Besser als alles auf MTV. Ich bin nicht auf der Suche nach Tänzern. Und ich suche auch keine Sänger. Ja? Das, was ich suche, sind Stars. Wir haben einen Song für euch. So langsam wird es, glaube ich, Zeit, dass ihr die echten Milli Vanilli kennenlernt, ja? Dieser junge Mann hier, sein Name ist Brett. Brett Howell. Er ist nicht nur ein fabelhafter Sänger. Er spielt auch Keyboard, ist super an den Drums. Ein echter Superstar. Love will see you through. Hier im Studio. Aber er hat Asthma. Und er isst wahnsinnig gern Kuchen. Und dann haben wir noch John Davis. Vorher hatten wir einen anderen Rapper, Charles, aber er hat mich dann verklagt und das ist kompliziert. John ist nicht nur ein Rapper, er ist einer der besten Musiker, die mir je begegnet sind. I'll be there for you. Und die Rocco Sisters. Jody und Linda. Absolute Profis und sowas von liebenswert. Wenn sie mich nicht gerade verklagen, das haben sie dann später leider auch getan. Ja? Ihre Stimmen, die waren elementar für unseren Sound. Ich habe übrigens auch gesungen in unseren Songs. Ich habe in allen von mir produzierten Songs gesungen. Und vergessen wir nicht die Band. Harry, Bimi, Helmut, Peter, Mo. Aber ganz ehrlich, hättet ihr unsere T-Shirts gekauft, unsere Namen gebrüllt, unsere geilen Moves gefeiert, wären wir im Ernst Material für MTV gewesen. Ha? Fragt euch das mal. Stars auf diesem Planeten. Und wisst ihr warum? Weil ihr uns geliebt habt. Die denken sich, wer zur Hölle ist Milli Vanilli? Also Rob und Pub klingt wie eine Band. Yeah. Hier hast du die ganzen Stars. Fällt dir was auf? Es sind die Haare, Mann. Ich bin nicht auf der Suche nach Tänzern und auch nicht nach Sängern. Was ich suche, sind Stars. Und wann gehen wir ins Studio? Wann singen wir? Vergesst das doch mal mit dem Singen. Ihr seid die Frontmänner. Genau darum geht es in dieser Branche. Illusionen. Weil die Leute, die hören mit den Augen. Ihr habt das Zeug dazu, die Staaten zu erobern. Was? Wir sind im Fernsehen und im Radio und das gleichzeitig. Die Welt ist verrückt nach Milli Vanilli. Milli Vanilli. Alle singen Playback.
aber ist in ihrer eigenen Stimme. Das ist ein Unterschied. Glaubst du, was wir machen kann jeder? Wir haben uns das alles verdient, Fan. Auf die neue Nummer 1 in Amerika. Aber die sind echt gut. Die haben unseren Song geklaut. Hey, langsam. Was habt ihr hier in der Gegend verloren? Ich bin der Produzent! Geht das in eure Schädel rein! Du kennst doch die Gerüchte. Die ganze Nummer ist fake. Vielleicht gehen wir in die Öffentlichkeit, geben alles zu. Wer mit der Branche nichts zu tun hat, wird das niemals verstehen. Wir lügen unsere Freunde an, unsere Familie. Die Musik war fantastisch. Die Videos, die Shows waren großartig. Die Fans waren glücklich. Ob die selbst gesungen haben oder nicht, ist egal. Ich liebe Milli Vanilli. Also wo ist das Problem? Wir sind Brüder. Für immer. Milli Vanilli? Bist du sicher mit dem Namen? Klingt total dämlich. Das ist der geilste Name der Welt!